Hey Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal Lachel. Heute werden wir uns einfach mal ein bisschen mit den JavaScript-Elementen auseinandersetzen einer Website. Und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Da sind wir auch schon wieder nach dem Intro. Als allererstes werden wir uns einen neuen File erstellen. Nehmen wir auf New. Ich kann jetzt hier auf JavaScript-File klicken und dann sage ich hier, der soll Main heißen. Da habe ich ein Main.js-File und dann werden wir jetzt einfach hier wieder in die Index.html gehen, in den Body, ganz oben hin und werden uns jetzt einfach mal hier hinschreiben. Script Source gleich Main.js, Klammer zu, Klammer auf. Genau, so. Das war es eigentlich relativ schon, was wir hier drin machen müssen. Jetzt werden wir hier in Main.js gehen, werden hier sagen Document, dort write und dann sagen wir hier einfach Hello World. Dann gucken wir uns das Ganze einfach mal auf der Website an und dann sehen wir hier Hello World. Okay, gut, dann werden wir uns jetzt hier einfach noch eine Kleinigkeit hinzufügen und zwar, wir können ja auch hier wieder unsere Elemente hinzufügen, also unsere H1 Elemente. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Zack, nein, so, und dann slash H1, genau, so. Und dann gehen wir wieder auf die Website, reloaden das Ganze und dann sehen wir hier Hello World als H1, das, weil wir uns das letztes Mal im Video mit CSS ein bisschen hübscher gemacht haben. So, jetzt wird noch eine Kleinigkeit hinzukommen und zwar, jetzt machen wir noch einen Alert, also sprich, ihr geht auf eine Website und da kommt erstmal so ein Pop-up-Window und das müsst ihr erstmal wegklicken, zum Beispiel irgendwie Akzepte, wenn du das wegklickst oder so, hast du die Datenschutzerklärung akzeptiert oder sowas. Ich mache jetzt hier einen Alert und da zeige ich hier zum Beispiel drin, abonniert Lachel. Wäre übrigens mega cool, wenn ihr das macht. Denn wir stehen kurz vor den 100 Abos und wäre ein nices Achievement für uns. Okay, gut, gucken wir uns doch jetzt einfach mal an, wenn wir die Website reloaden, dann sehen wir hier abonniert Lachel. Und dann können wir hier als Pop-Up-Window das wegklicken. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War alles verständlich. Schreibt uns ein Feedback in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in circles.